Ich bespreche mit dir die Aufgabe A 3.3 aus der Abschlussprüfung 2023 für die Realschule in Bayern. Das ist die Arbeit Mathematik 2 und aus dem taschenrechnerfreien Teil. Ja, schau dir die Aufgabe hier an, 3.3, versuch es erstmal selber und vergleiche es dann mit meiner Lösung. Ja, hallo und herzlich willkommen. Okay, was soll da gemacht werden? Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass eine Melodie entsteht, bei der viermal dieselbe Taste angeschlagen wird. Ja, das ist eigentlich fast genauso wie die Aufgabe 3.2. Die habe ich jetzt hier abgedeckt aus Platzgründen. Aber ja, funktioniert im Prinzip genau so. Du brauchst wieder die Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und die findest du zum Beispiel hier in dieser Merkhilfe, die zugelassen ist. Anzahl der günstigen Fälle durch Anzahl der möglichen Fälle, das ist die Wahrscheinlichkeit. Und nach dem Schema kannst du das jetzt hier auch wieder berechnen. Du musst nur eben kurz überlegen, ja, wie viele günstige und wie viele mögliche Fälle habe ich denn? Ja, die möglichen Fälle hatten wir in 3.1 berechnet. Das sind insgesamt 625 verschiedene Melodien, die da überhaupt möglich sind. Jetzt geht es ja darum, viermal dieselbe Taste, also C, 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 C. Oder halt D, 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 D und so weiter und so weiter, ja. Also hier kannst du ja diese vier, fünf Tasten durchgehen. Da gibt es also insgesamt dann immer für viermal den gleichen Ton, gibt es also fünf verschiedene Möglichkeiten. Du hast da also fünf mögliche Fälle, fünf günstige Fälle von 625 möglichen Fällen. Ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, das muss man noch kürzen, weil das geht ja beides durch 5. In der Lösungsvorgabe vom Land wird dieses hier anscheinend auch als richtig angesehen und mit einem Punkt belohnt. Ich würde es ehrlich gesagt noch kürzen zu 1/125. Ja, okay. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lassen wir uns gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.